So, willkommen zurück zu Satisfactory in Fire. Ich habe nämlich ganz vergessen, hier die Dinger einzulagern, unsere neuen Rahmen, die wir gekriegt haben. Die habe ich jetzt hier schon mit eingebunden. Hol ich mal die richtige Waffe wieder raus, jawohl. Hier unsere Rähmchen. Ja, ich habe auch beim Teilchenbeschleuniger, fliegen wir mal schnell rüber. Oder was heißt ich, zeige ich euch dann gleich, wenn wir den Flughafen hier fertig gebaut haben. Ich habe drüben schon einen Flughafen stehen, wo das Zeug eingeflößt wird und der holt automatisch das Zeug auch wieder hierher. Ja, das lagern wir dann hier wieder ein. Das lassen wir dann hier mit euch eine Band hier wieder reinschießen. Wir hoffen, dass durch die Lücke das dann Band durchpresst. Knapp, ne? Ansonsten. Mach ich schon eine Nase im Trappeln. Machen wir folgendes. Wir bauen jetzt drin erstmal den Flughafen hin. Wie gesagt, früher oder später rufe ich die Flughäfen hier alle wieder raus. Die werden hinter die anderen Flughäfen gebaut und ich lege mir die Bänder unterirdisch an den Fundamenten entlang zu den passenden Flughäfen. Wo werden wir das tun? So, wo habe ich denn die jetzt einlagern lassen? Das kann nicht sein. Ne, das war hier vorne, ne? Hier sind die Rahmen. Und hier ist Beton. So, müssen wir mal hier Schildchen machen. Was heißt Beton? Das sind diese, na, wie nennen sie sich? Das ist komische Kupferpulver-Gedöns. Na, wo ist das Bild? Wo haben wir es? Hier. Na, Kupferpulver. So. Das ist hier drin. Haben wir erlegt. Dann haben wir hier diese Rähmchen. Naja. In der nächsten Folge spiele ich es dann wieder im VR. Dann habt ihr die Bilder wieder nicht vor der Nase kleben. Und diese hier, ne? Genau. Dann seht ihr das dann wieder so, wie ich es im VR sehe. So, und so ist es jetzt eben Flachbildschirm und VR gemischt. Also ich kann hier meine Waffe bewegen, ich kann hier nach links und nach rechts gucken und kann hier auch zielen, wie ich es haben möchte, ne, mit meiner Waffe. So, ja, hoffentlich kriege ich den Flughafen jetzt auch gerade hier hin, weil es schiefe Fundamente sind. Na, ich habe nämlich schon gedacht, ich will ihn aber gerade haben. Ich will ihn aber gerade haben. Also alles nochmal weg hier. Mach doch mal gerade Fundamente hin. Ich muss die nochmal wegnehmen. Also quasi. Diese hätte ich gerne. Den Flughafen. So. Dann wird der Teilchenbeschleuniger mal ein bisschen gefüttert. Wo ist denn bei dir der Ausgang? Der ist dort. Na, dann setzt hier mal ein Stückchen weiter hier so rüber. Noch ein Stück. Kriegst du das hin so? Meine Batterien kann ich mir ja drüben herholen. Das ist ja kein Thema. Die muss ich mir jetzt unterirdisch natürlich auch oder wie hier noch hier drüben verlegen. Huch. So, wir brauchen jetzt von dir, mach hier mal ein Stück Förderband dran. Ne, andersrum. Da müssen wir rein. Da ist der Eingang. Nee. Mach das mal anders bitte. Mach da mal. Ihm sind hier dran. Ich muss das ja andere ja wieder einflößen, was du ja wieder mitbringst, ne? Ja, hast du wohl jetzt nie andersrum. Also hier auf dem Fundamenten verstehe ich das nicht, warum dass ich da so schnell drehen muss. Das muss ich immer noch rausfinden, warum das so ist. Das ist ja nur, wenn es auf dem Fundamenten ist. Wenn es jetzt direkt auf dem Erdboden baust, kannst du die schön langsam drehen. Das muss ich noch gucken. Hier muss nämlich ein bisschen abbauen. Und dann schauen wir mal, ob wir das jetzt so hinkriegen. Also, der muss da dran und der muss da dran. Das heißt, brauchen wir wieder Strom. Strom muss, wo haben wir dich hergeholt? Wo haben wir für dich Strom her? Achso, ja, stimmt, von hier oben. Ja. Von meinen. Ja, doch hier. Ja, du hast gar keinen Strom, Kollege. Du hast überhaupt gar keinen Strom überall. Ja. Wieso hast du kein Strom, Freundchen? Achso, dich muss ich hier hinsetzen, weil.
Trab gehen wir da so hin. So. Mal müsste da noch eins hoch, aber es geht nicht, weil die unterschiedlich sind. So. Du kriegst jetzt auch mal einen neuen Namen. Das seht ihr jetzt nicht, wie ich meine Tastatur hier raushole. Das seht ihr in anderen Folgen. Dass ich hier auch eine VR-Tastatur habe, wo ich das hier alles eingeben kann. So, du machst Teichi. Teichi. Transport. Gott, wir haben ihn. Und. Jung. Ja, Trans P noch, ne? Trans P. Ja, ich war Transport. Oh, wir laufen aber. Achso, ja. Wir laufen aber Haufen Zeug ein, du. Änder. So, gut. Dann kriegst du von uns noch eine ordentliche Farbe, wie oben auch. Das ist mir, glaube ich, zu schnell hier, das eine Band. Das müssen wir hier mal ein bisschen eingrenzen. Ja. Machen wir mal einen Dreier hin. Ja, vielleicht reicht auch ein Zweier. Beton sehe ich ja ein, aber das andere muss jetzt nicht hier übermäßig hineingelöst werden. Ne? Das nimmt ja sowieso nicht alles mit. Man nimmt sowieso nur wieder bis hierher mit. Der Rest läuft jetzt einfach rein, ohne dass es gebraucht wird. Finde ich auch sowas von sinnlos. Wenn sie die Po-Wings da so groß machen können, immer eine Handvoll. Jetzt ist wieder mein VR-Ding angegangen. Hab ich auch noch nicht ausgeschalten. Mach das mal so. Dass wir uns nicht die Dinger hier versauen. War angegangen. So machen wir das jetzt. So, er hält dann nur bis hierher mit und dann kann das wieder voll laufen. So und du. Ich mach mal wieder hier rein in den Container. Upp. Und wieder hier rein in den Container. Loop. So, dann kriegst du jetzt auch schon mal noch eine Farbe. Stimmt. Oben habe ich hier Chrom genommen. Zack. Und dann kriegst du auch ein chromes Flugzeug. So. Farbe. Chrom. Chrom. Ja, so, Chrom ist das Flugzeug. Ein Chrom, ein komisches Flugzeug quasi. So, du kriegst jetzt gleich auch schon mal eine Handvoll Batterien. Jawohl. Soll ja so sein. Klauen wir uns auch schon mal von hier raus, bevor ich das Band drüber verlege. Kann ich offline machen, weil es ganz schönes Gefrickel ist. So, du fliegst jetzt zum Teichi. Wo ist es? Nein, nicht Turbo. Oh. Teichi, genau, da fliegst du hin. Dann müssen wir das Band hier irgendwie. Das Band dann ruhig hier raus. So, kann man hier eins wegnehmen? Ja, ne? Oder sogar zwei wegnehmen. So. Na, du kommst jetzt aber mit bei der Bändchen. Du bringst sowieso nur Sachen mit. Ja, das macht das mal hier drüben hin. Da unten muss ich die Batterien lang legen. Dann kommst du wieder mit. Wie gesagt, früher oder später baue ich das wieder alles nochmal um. Da sind die Flughäfen draußen, die jetzt hier drinnen sind. Was ist denn das hier? Ach, shit, das ist ja kein. Die sind ja dahinter. Ja. Ja, nun. Damit es halbwegs vernünftig aussieht, machst du den mal dahin, nimmst das Vorderband, gehst da mal ein Stück so hin und jetzt kommt da noch, da geht das, geht. Genau, was er von oben wieder mitbringt, geht dann hier rein. So, das müsste laufen. So, wie viele Batterien hast du dir genehmigt? 8 Stück für das Stück. 8 Stück. Das ist nicht der Ernst. Ja, ja, ist klar. 8 Batterien nimmt er, genehmigt er sich. Also, gut ab. So, jetzt ist eine ordentliche Mischung. Bis hierher nimmt er nur mit. Ne? Verstehe ich sowieso nicht. Kann man die Container nochmal vergrößern oder was, wenn die Flugzeuge oder wie funktioniert das?
Selbst wenn du jetzt zwei Flugzeuge hast, drüben das noch, dann ist das trotzdem, dann schafft er das trotzdem nicht. In der Zeit, wo er rüberfliegt, sind die oberen wieder voll. Ne, hoffe ich nicht. Na gut. Entweder gibt es da nochmal eine Forschung, dass die Drohnen mehr tragen können, dass der Container größer wird. Der Erstschlag kommt schon wieder auf Rückflug. Der ist schon wieder auf dem Weg zurück. Da ist er. Jetzt fliegt er wieder hoch. So, gucken wir mal, ob der Teich will beschleunigen, ja, was tut. Schau, dass du das jetzt nicht leuchten siehst, wie ihn hier. Paulus, Mochtus, so machst du ja überhaupt irgendwas. Man sieht dich gar nicht arbeiten. Na doch, er arbeitet. Und nur der mittlere Ring, okay. Er macht was. Mhm. Huch, da können wir gleich so Dinger reinhauen. Ja, 1500 genehmigt, das ist neues Uhr, ne? Produzierst du eigentlich Strahlung? Nö. Oh Mann, das ist zu laut. Also er braucht, er nimmt sich 1500 Euro, oder dauert die Ladung so lange? Warte mal, könnt ihr hier nochmal Eamsen reinhauen? Zack. Haben wir ja extra gefunden dafür. Und wenn die 1500 erreicht sind, bleibt er dann stehen oder was? Ja komm, mach mal. Hau rein. Mach mal. Beschleuniger in Betrieb. Ich hab da bisher so nicht rauskommen sehen. Auch da kommt meins rausgeschossen. Muss natürlich gleich raus und hier rein, ne? Ist klar. Nein, die müssen wir natürlich gleich drüben einlagern, so einen Einlagerort machen, ne? Weil jetzt das alles schon durchgelaufen ist hier. Ne? Ein Überschuss. Natürlich nimmt er jetzt alles wieder mit. Dann kommt gerade mal einer raus bis jetzt. Mehrere Bahnen von den Dingern, aber die nehmen sich schön auf den Strom. So ist das jetzt stehen geblieben, Kase. Was brauchst du jetzt? Willst du jetzt verzetteln? Na gut, dafür springen unsere Batterien ja ein. Dafür sind ja unsere Batterien ja da. Ja, Batterien laufen noch nicht, also haben wir noch. Oder so haben Stromverbrauch, du, 20.000. Und dann kommt auch nichts mehr raus. Das ist aber traurig. Jetzt steht doch, weil was? Weil Beton fehlt, ach, weil Kupfer fehlt. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Das müssen wir ja nochmal einstellen. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Dass das wieder kommt. Warte mal. Dass das nicht funktioniert, wie wir es uns gedacht haben. Da braucht man nämlich jetzt auch nochmal einen intelligenten Splitter. Na, dass du wohl jetzt hier und so. Ja. Oh, warte mal, wir machen das du. Na, geht nicht. Hat nur zwei Eingänge, ne? Dann der Axt. Na, warte mal, machen wir das so. So. Können wir die jetzt miteinander verbinden? Geht natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt hier doch blöd. Nee, wir brauchen Eamsen. Kannst du das jetzt miteinander verbinden? Geht das vielleicht?
Jawohl. So, dann hast du mir nämlich hier drüben auf der anderen Seite erstmal nur die Druckdinger. Nein. Rundungsblöcke. Und auf der anderen Seite machst du mir nur das Kupfer. Nein. Und in der Mitte geht der Überschuss durch. So. Dann machen wir das mal so. Gucken, ob das so besser läuft. Ja, Beton braucht er ja mehr wie die anderen Sachen. Mit Beton nehme ich auch nicht 250. Ja gut. Beton ist immer genug da. Ja, auch wenn er hier wieder rüber schießt, aber er bringt ja wieder welche. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Ist ja noch was drin hier. Könnte ich eigentlich von der Sache her auch anders an. Ja, nee, kann ich nicht anders machen, wenn ich das jetzt nur so mache. Haben wir ja früher oder später das andere Problem. Ein anderes Problem haben wir dann früher oder später. Aber so läuft es erstmal. Wenn ich das nämlich wieder einlaufen lasse, da hat er nämlich irgendwann kein Blöd mehr hier drin. Da fliegt er nämlich nicht mehr an Nullkreis, weil das, was jetzt hier ausgehend ist, in das Eingehende reinzustöppeln, könnte ich auch machen, aber dann ist irgendwann alles voll. So, was bringst du uns jetzt wieder mit? Man hat 200 Beton drinne. Wieso nimmt er dich jetzt nicht den restlichen Beton? Hä? Wieso nimmst du denn nicht den Beton? Wieso läuft er jetzt nicht rein? Was ist denn da los? Wieso schießt er da durch? Hä? Jetzt läuft es weiter. Voll das Unbestimmte. Jetzt läuft er wieder voll. Jetzt läuft es da nicht mehr ab, ne? Genau, weil ich alles Unbestimmte genommen habe, anstatt einen Überschuss zu nehmen. Ja, 6.700 hat sich jetzt genehmigt. Ich meine 16.700. So, komm jetzt mal was raus hier, oder was? Hier sind zwei hier drinnen. Ja, aber ist rausgeschossen und das dauert auch bis wir 100 haben. Ich glaube, da werden wir uns noch mal einen hinstellen. Ich habe noch mal hier daneben über den Bahnhof noch mal so ein Teil hingestellt, weil das ist ja, das machen wir nicht, das ist ja, das dauert ja ewig. Da ist der Jahrmarkt, ein Flughafen reicht, das kriegen wir hin. Und eben brauchen wir noch mal. Ja, machen wir vier Felder hin. Hoffentlich kannst du den jetzt da drauf bauen. Hoffentlich geht das. Ja, wo ist er? Nee, hier Produktion. Ja. Das geht natürlich nicht, weil keiner so oben stehen von mir aus. Tja, schade. Weil der Bahnhof drunter spürt. Hätte ich Fundamente höher setzen müssen. Verdammte Axt. Das ist natürlich jetzt nicht schön. Jetzt sitzt er ein Stückchen höher. Das macht ja eigentlich im Grunde genommen ja auch nichts. Sag ich jetzt mal. Hätte da gleich Zweier nehmen können. Machen wir mal weg hier alles. Ich will den Bahnhof nicht abreißen. Nee, ich habe gesagt, nicht den Bahnhof abreißen. Achso, den Zweier, ne, den müssen wir mal ganz kurz da oben einen drauf setzen. Nein, was denn? Das ist der Zweier hingesetzt, oder was? Ne, wo ist jetzt Zweier hingesetzt? Noch gar nicht. Dann mal den Zweier hier oben drauf. Und jetzt da dran. So weg. Dafür haben wir unsere neuen tollen Stufen gekriegt, die wir dann dahin bauen können.
da müsste es jetzt aber einer da kriegen, ne? Was wird jetzt schon wieder? Oberfläche zu uneben. So eine gerade Fläche, Freundchen. Hat mich jetzt verpeilen. Das ist doch. Also manchmal verstehe ich das Spiel überhaupt nicht. Und das reicht doch jetzt auch. Du kannst jetzt nicht mehr verlangen wie der andere. Das geht doch gar nicht. Jetzt ist er blau. Nur ich hätte ich gerne in diese Richtung. Das Vorderband, was jetzt hier hinten rauskommt, das müssen wir dann irgendwie. darüber bekommen. Aber das kriegen wir doch hin, oder? Braucht da nicht so ein schnelles, weil kommt eh nicht viel raus. Machen wir mal so. Genau, und gleich wieder rein bei ihm, genau, gleich wieder rein damit. Nee, nee. Hey, wie sind, was ist denn jetzt? Was hast du denn jetzt überhaupt ein Problem? Bis ja geht. Also, ja, wie gesagt, ich auch okay, sehen wir einfach nicht. Gut, das haben wir. Das müssen wir dann natürlich hier hinten noch mit anschließen. So, du bekommst jetzt folgendermaßen. Reiß das nochmal ab. Das einfach mal und mach das mal ein Stückchen höher. Also ein Stückchen hier, hier, also so ungefähr. Ja. Ja. Mach das Vorderband hier dran. Punkt nicht so rum hinter mir. Ja. Hör auf damit. Ja. Also hier gut. Ja. Wieso stehen die jetzt hier? Was haben die vor Problem? Ist ein bisschen enge gebaut, aber was soll's? So, warte, kann ich gleich weitermachen. Moment. Ich muss nur hier mal kurz was umändern. Also heute wieder mal. Also das waren die Druckdinger, ne? So, bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt hinkriege. Wir brauchen hier einen intelligenten Splitter, oder? Nee, eigentlich. Wo ich denn hier nur einen Vorderbandsplitter. Glaubt das doch nicht. Das wird nichts. Alles nochmal abreißen. Ja, alles nochmal neu machen. Das ist ja mal so ein Stückchen mal darüber, der ganze Teilchen beschleunigt. Ja, das ist alles. Da muss noch ein Stückchen mal darüber. Wenn ich einen Thronplatz, Teilchen beschleunigen. Hat natürlich nichts mehr zu tun hinter uns, da wissen wir nicht mehr, was er jetzt machen soll. Wieso ist das da blau und wenn ich das Stückchen weiter rüber mache, nicht mehr? Verstehe ich nicht, da ist doch noch genug Fleisch da. Also hier geht's und da geht's schon nicht mehr. Aber vielleicht reicht uns das ja schon. Oder enge. So, machen wir hier mal einen Splitter dran, bitte. Gucken, ob das funktioniert. Ja, könnte gehen. Oder nur so. Wo ich den da eigentlich gar nicht brauche, den Splitter. Aber wir setzen das dahin, weil es eben schöner aussieht. So. Er hat jetzt das gekriegt. Das sind die Druckdinger, genau. Und weil du sollst mir auch nochmal herstellen, diese da. So, jetzt müssen wir das aber irgendwie nur noch zusammenführen, das ist ja nicht das Thema.
können wir da unten, da können wir nämlich hier auch noch mal ein Fusionator mit dazwischen klemmen, wenn es passt. Schade. Das würde gehen, warte einen Moment. Das würde gehen. Ein Förderband geht natürlich jetzt nicht da oben dran. Ne, das wollen wir auch nicht. Warte mal, lass mich mal kurz hier runter. Ich muss mal was gucken. Also, wir müssen jetzt hier ein Förderband dran machen. Das MK5, ein Stückchen rausziehen. Ich sag ein Stück. Nicht hier gleich. Naja, dann machst du eben das so. Dann machen wir das so. Also manchmal, ne? Förderband, Fusionator, der passt jetzt genau wieder her. Und zwar so. Das reißt wieder weg. Dann nehmen wir in seinen Ausgang. Zwei Rollen reicht, wie gesagt, da kommt eh nicht viel an. Aber mal so, so und so, ne? Wieder schicke ich aus. Flup, 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 flup. So, das ist das. Jetzt müssen wir das wieder miteinander verbinden. Nicht das unterste, sondern das oberste hätte ich gerne. Aber da ist schon eins dran. Die müssen wir mit verbinden. Das heißt aber, er muss gedreht werden, weil ich nicht glaube, dass das hier was wird. Was ist denn jetzt eigentlich hier drin? Das ist doch ein Fusionator, oder? Hast du den Verkettung dran gebaut jetzt? Hast du den jetzt verkehrt rum da dran geplanscht? Der Ausgang muss doch noch da. Da muss der Ausgang hin, Freundchen. Wie? Nee. Wie sieht das aus? Wir wollen doch noch wegmachen, ja. Und in unsere Richtung drehen. Das ist manchmal ganz schön frickelig. Komm, da hin. Nein. Jetzt hast du den wieder dahin ge... Du solltest den nicht dahin machen, den Ausgang, Mann. Dem ging's drauf. So ist richtig. So. Mann, manchmal kannst du mich so weit bringen, Junge. So, das haben wir da. Das ist da. Du sollst mir herstellen, genau, hast du schon. Kriegst auch noch Strom. Den Rest machen wir dann gleich gemeinsam. Also du anschließt an. Machen wir hier. Achso, hier haben wir hergeholt. Ne? Ich glaube, die Leitung glüht. Ich glaube, da müssen wir mal aufwerten. Ja. So, da ist der Strom, da kann jetzt auch schon mal rein. Ja. Ist schon drin. So, gut. So, und du kriegst das natürlich auch. Und zwar von, naja, die wird doof aus, ne? Wieder nur Blöde. Ich krieg aber hier auch kein Förderband rein. Das passt hier nicht. Machen wir da jetzt wieder. Das ist eigentlich, brauchen wir den Container hier ja gar nicht. Ne? An der Sache, ja, der kann eigentlich weg. Jetzt reißen wir das nochmal alles ab. Wie es halt immer so ist. Das wird aber nicht lässt dran. So, jetzt doch mal hier zum Verständnis. Wir brauchen einen Inline. Ja, doch, nee. Na gut. Der Programmierbar nützt dann ja nichts, weil da reicht auch der hier. Der kann eigentlich genau das, was der andere auch kann, nur dass der mehrere Sachen durchlaufen lassen kann, was du aber eigentlich nicht brauchst. So, ein Überschuss. Also der geht da rein. Mach das mal da hin. Mach das mal da hin. So, jetzt mal überlegen. Machen wir da hin. So, du hast den einen Eingang, den anderen Eingang müssen wir noch machen. Warte. Kriegst du?
in meine Richtung einen Splitter drauf. Oder ein Fusionär, der wäre gegangen. Ist egal, was du hier drauf stöppelst. So, jetzt hier überlege ich nochmal. Also. Stellen wir erstmal ein. Du solltest mir hier rauslassen, in der Mitte. Aha, also, in der Mitte geht schon mal schlecht. Nochmal rausholen. Stück nach hinten versetzen. Ja, Eingang kommt noch da. So, Eingang kriegst du schon mal. Moment. So, dann brauche ich mal hier drüben zweimal das Kupfergedöns, das kriegst du. Oder von dran. Wie hoch haben wir den gemacht? Zeig mal her, ja. Ein Stück runter. So, also kommt auch noch mal ein Splitter dran. Ich bin mal gespannt, ob das geht. Ob wir das hinbekommen hier. Ich gucke mal, guck mal hin. Läuft. So, jetzt musst du aber von hier am besten noch da. Na, so nicht, so auch nicht, so überhaupt nicht. Also geht nicht, also hoch. Also, mal gucken, ob das geht. Wenn ich jetzt da mal, sagen wir mal, einen Fusionator auf den Kopf haue. Das ist zu tief, ne? Naja, shit. Da hoch. Da muss noch hoch. So. Jetzt haben wir hier so ein... Das ist aber eine scharfe Kurve jetzt. Aber es sollte machbar sein. Ich habe schon schärfere Förderbänder gesehen. Ach man. Muss man umdrehen. Also nochmal, zack, zack, und in diese Richtung. Da dran. Verstehe ich nicht. Ja, das ging doch, da war doch gelb, ist in Ordnung. Gelb, mit gelb kann ich leben. So, dann müssen wir dich aber leider höher setzen. Das können sie hier in diese Richtung. Das können sie hier in... Eigentlich können sie in dieselbe Richtung. Eigentlich. So, da kommt hier wieder ein Splitter dran. Nicht ein Fusionator, kann da dran. Gut, dann müssen wir dich hier noch mal ein Stück hochnehmen. Das sollte gehen. Nochmal so rum. Ist mir egal, kann auch ein Fusionator dran, ein Splitter dran, ist mir eigentlich Rillbubs. So, dann gehst du von da nach Schiddi und da nach Schiddi. Da muss ein Splitter dran. Kein Intelligenter nicht unbedingt. Splitter reicht. Der Eingang, tja, der Eingang. Da müssen wir es dahin machen, müssen wir dich doch mal umdrehen. Leider Gottes. Ja, ich sage ja, manchmal ist es ein ganz schönes Gefutschel. Hier auch noch Strom, da lang. So ist richtig, so zack. Den Splitter da dran. Jetzt. Der da noch da, das geht. Und der noch da, das geht. So, da haben wir ja nur eins. Also läuft da jetzt nichts? Achso, weil noch nichts eingestellt ist. Nach links. Nach rechts machst du mir mal. Wo ist denn hier? Achso, ich bin schon drüber weg. Wo ist er? Wo ist er? Nee, den Druck nicht unbedingt. Da kannst du auch den nehmen und da machst du mir den eben hier diesen. Achso, der war ja gerade unten. Nee, war nicht.
Beton, Kupfer. Ja, es war da unten. Geht euch mal aus, du blödes Display. Drei will ich nicht. Ich will Balkon hin. Wo ist er denn? Hier, Kupferpulver. Vielleicht fürs Kupferbahn eingegeben. So, und da machst du mir dann den Überschuss hin. Und dann ist ja gut, dann kannst du schon mal loslegen. Loslegen? Los! Wieso fliegt vom Flugzeug nicht wieder? Was ist da los? Das Band drüben voll, da flippe ich aus. So, dann mach das mal so. Wieso kommt das Flugzeug nicht wieder? Das ist eigenartig. Ach, können ja die Batterien alle sein. Ja, da können auch die Batterien alle sein. So, jetzt müssen wir den Überschuss, der läuft ja jetzt hier rein. Warte, den müssen wir da anbinden. Das ist schon angebunden. Jetzt müssen wir hier den Überschuss wieder anbinden. Ja. Und das müssen wir da anbinden. Das ist schon angebunden. Das Beste geht. Das ist noch da. Wie verrückt. Alles rein. Jetzt hat er noch keinen Überschuss. Mal gucken, was mit dem Flugzeug ist hier. Was heißt denn? Keine Drohne, ist klar. Das sehe ich ja jetzt nicht. So, heißt, er genehmigt sich. Und er genehmigt sich. Jetzt beide mal Strom. Bin ich noch gespannt. Format Chrom. Ultra Chrom jetzt hier. Alles verchromt gebaut. So. Habe ich den Vorderband vergessen? Und der Blickwinkel, na klar, hier unten das. Was sind hier im Fletten? Wie sehen die aus verchromt? Naja, fällt kaum auf. Jetzt laufen wir beide. Die ziehen bestimmt schön ordentlich ab. Jetzt gehen wir gleich mal rüber, gucken, warum der nicht wiederkommt. Naja, hier. 32 genehmen sie sich beide. Das wird aber langsam dann eng mit dem Schrauben. Das hier wird bestimmt auch nicht von Weitem leuchten, ne? Leuchten schon. Ah, das ist der aus. Das finde ich schade. Das finde ich echt schade. Achso, da ist aus, war er nicht fertig, oder was? Ach, jetzt fängt er an. Okay, alles klar, hab nichts gesagt, Nicht so wie hier, wo das Ding plötzlich mittendrin wegploppt. Den Qualm siehst du auch überall. Und jetzt ist schon weg, fast gleich, warte. Ja, ja. Reichweite ist, kann ich nicht mehr einstellen. Oder Sichtweite. Plupp, da ist weg. Plupp, nur da. Plupp, weg. Schau, schade. Interessiert den Effekt. Ach doch, den Effekt siehst du von den Bändern. Alles klar. Oder siehst du den auch nicht? Das flog weg, das siehst du noch. Ja doch, man sieht es, der Ring arbeitet. Alles rein, wäre es was dunkler. So, wieso fliegst du denn eigentlich schon so langsam? Oder fliegst du nicht langsam? Doch, jetzt, nee, jetzt fliegst du langsam. So, mal gucken, warum er nicht kommt. Nö, Band läuft. Und läuft, da liegt jetzt nicht. Da liegt, da laufen unsere Hauptpapfers gesehen. Die müssen wir hier euch nur gleich wieder mit anbinden. Am besten gleich hier daneben. Oder war da vorne? Ich meine, hier die Türme sind auch noch nicht im Beschlag. Und die kleinen auch hier nicht. Ja, ich würde mal so einen kleinen gerne mal testen, das wird schon gehen. Welche Richtung hast du allein gebaut übrigens? Oder auch nicht. Aber jetzt waren sie auch mal falsch. Mach den mal dahin. Bind den da mal ein. Und stell hier mal ein. Hier kommen unsere schönen Sachen rein. Also. Nein. So, wo sind sie denn?
Das ist doch verschmolzen, ne? Nee, hä? Hallo? Was ist der Computer? Nun. Hier sind sie. Nukleare Post, ich hab's aber vergessen. Deswegen habe ich jetzt noch ein Bild geguckt. So. Und dann kommt hier als Unbestimmte und hier kommt der Überschuss. So, müssen wir ja gleich der erste hier hoch. Ja, da ist er schon. Er ist schon oben reingegangen. So, jetzt müssen wir hier Förderbänder, glaube ich, noch bauen. Die habe ich nämlich noch gar nicht hier dran. Unten sind sie dran. Unten sind sie dran. Nur oben nicht. Aber die sind doch total falsch. Oder nicht? Wir müssen jetzt hier einen Ausgang. Lass mich mal. Das ist Ausgang. Oh, hier kommt der letzte hier drüben rein. Also so. Macht zwar gerade einen falschen, aber ist ja nicht weiter wild. Na, shit. Du musst das so. So da dran. So, dann hier üben. Also quasi. Wer da? Wer da? Wer da? Nee, das ist falsch. Eins drüber. Wo bin ich jetzt hier voll? Nee, der ist falsch, verdammte Axt. Und das ist doch nach hoch. Wir wollen doch nicht nach oben, wir wollen nach unten. Na genau, ja, jetzt auch falsch. Achso, jetzt hat er es wieder eingestellt, ja. Okay. Festplatte, Supercomputer, Pilze, tralala, hopp, also ich bin immer noch hier. Achso, ihr seht ja das Bild nicht. Ich meine, den Punkt nicht. So, genau, so wollen wir das machen. So ist es richtig. So, jetzt müssten die ersten Dinger hier unten angekommen sein. Da sind schon die ersten vier da. Alles rein. Wir brauchen ja eine 100. Alles gut. Wir brauchen nur eine 100. Also, er fliegt doch. Ich muss nur die Batterien anklemmen jetzt offline. Oh, er ist aber auch schon voll, ne? Das ist genau das, was ich gesagt habe. Der nimmt immer nur bis hierher mit. Das hier, das lässt ja alles drin liegen. Ich hoffe, da gibt es nochmal einen Forschungsbaum, wo du die Drohnen mal ein bisschen verbessern kannst. Nicht, dass sie schneller fliegen, sondern dass sie mehr tragen können. So, und hier holt er das, was er wieder bringt, das wird hier wieder eingeflößt. Eingepulscht, reingeschmissen. Oszillatoren? Haben wir da noch nichts, oder? Oszillatoren? Haben wir Oszillatoren hier irgendwo eingelagert? Guck nicht. Glaub nicht, dass wir schon irgendwo Oszillatoren haben. Dann schmeißen wir die jetzt wieder rein. Weil hier vorne ist noch Platz. Jede Menge. Hier ist nicht, hier ist schon was drin. Hat wieder reingelagert. Ich habe den noch hör ich nicht angeschlossen, die Oszillatoren. Na gut, dann machen wir es eben hier mit neu. Wie gesagt, es ist shitigal, wo das jetzt eingelagert wird. Ich muss mich nach keinem Muster richten. Wenn die Förderbänder unterirdisch gelegt werden, ist das alles. Ups, wo die hingehen. Und wer weiß, wo im Turm drin ist. Das sieht dann keiner mehr. Die Förderbänder. Man sieht dann nur noch, wie hier die Köpfe nach unten hängen. Hier rausgehen und nach unten hängen und die gehen dann. Sieht keiner mehr drin. Richt mal alles hin, wenn man es hinkriechen will. So, dann machen wir die eben da rein. Die müssen wir hier noch einstellen. Hier kommen die Oszillatoren. Ja, dann habe ich sie bestimmt selber mit reingeschmissen. Irgendwo. Aber da haben wir es schon mal eingestellt. So. Ja genau, das Unbestimmte und Überschuss und eingestellt. Blup. Oder was vom Band.
Entschuldigung. So, was ist jetzt hier? Haben wir irgendwo ein Problem? Steht euch eine Förderbahn da? Das sieht herrlich aus. Ist jetzt die Hose hochrattert. Flup, 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 flup. Wieder Funk zum Nurbild. Das ist voll. Was macht unser Kupfer? Ist das auch nicht mehr voll? Nee. Nee, das Benzin habe ich auch damit angeschlossen. Doch, Kupfer ist voll. Na endlich. Das hat ja gedauert, bis der Riesenturm voll Kupfer war. Mann, Mann, Mann. So, und da kann das Flugzeug eigentlich jetzt auch schon stehen bleiben. Ist nicht wahr, genau. Bleibt schön stehen. Noch brauchen wir das Kupfer nicht. Das Kupfererz. Vielleicht nutze ich die vielleicht nochmal woanders irgendwo. Mal sehen. Dass das Kupfer mit uns dann dahin fliegst. Das heißt, Kupfer ist voll. Das heißt, hier drüben ist auch wieder Kupfer im Überfluss. 100 pro. Naja, hier weiß ich nicht, wo er hin soll damit. Er ist schon wieder im Überschuss. Der Überschuss geht aber eigentlich auch mit hier rein in den Turm. Da müssen wir mal das Band noch ein bisschen schneller. Naja, dann breiten sie sich da unten wieder. Ne? Lass mal so. Lass mal schön 1 zu 1 so ein bisschen darüber laufen. Eins davon, eins davon. Aber das Kupfer ist ja hier nicht angeschlossen. Könnten wir eigentlich jetzt wieder dort anschließen von der Sache her. Es ist ja voll. Kohle müsste dann auch bald wieder voll sein. Die Teile hier eigentlich auch. Also unser Aluminiumschrott. Wo lasse ich den überhaupt reinlaufen? Da hinten, ne? Oder war da vorne? Ich weiß gar nicht. Irgendwann müsste der auch mal voll werden. Also hier, die sind ja alle schon belegt. Ja, ja, die Schilder müssen wir wieder beschriften. Können wir eigentlich gleich nochmal in der nächsten Folge mal machen. Hier die Reihe fertig machen. Dann baue ich offline hier die Schilder noch hin. Und da die Schilder noch hin. Dann könnten wir die nämlich auch mal so nach und nach. Also gut, hier kriegen die Schilder nur bisher her. Und dann nochmal eins tiefer. Oder ich lasse die Höhe so. Geht natürlich wieder durchaus gegenüber den dort. Ne? Dann machen wir den bis, ja, keine Ahnung. Wenn das Brenn dann wieder weg ist, später kann man es ja bis darüber ziehen, bis zur Wand. Und dann die Schilder oben rum machen. Na, mal sehen. Ich meine, gut, hier sind sie auch oben. Da sind sie eben da unten. Ist egal. Ja, schön hast du es gemacht. Der ist verkehrt rum. Hm. Prima. Ja, gut, nicht mehr lange. Wenn der Turm voll ist, dann muss er umgedreht werden. So sieht's aus. Dann sieht das wieder so aus. Gut, machen wir. Gut, Leute. Dann lasst es wieder gewesen sein für heute. Danke ich mich wieder fürs Zuschauen. Also kannst du hier ruhig noch mal so langsam. Machen wir hier noch einer davon. Damit wir noch ein paar Stolträger kriegen und ein paar Rohre. Und hier kannst du ruhig noch hier noch mal ein bisschen mit einflößen lassen. So kleine Mengen. Da können wir nämlich dann mal die Container fertig bauen. Dann nehme ich das nämlich aus dem Lager hier, anstatt mich jedes Mal da drüben zu bedienen. Machen wir das mal so. Das läuft schon. Wenn wir natürlich ganz schnelle Bänder mal kriegen, das MK6, dann geht das natürlich. Ja, dann fliegen die ja förmlich nur noch durch. Nee, ist gut. Ja, ja, wir wissen es. Ja, das kann man ja mit den Bändern hier steuern. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch eins dahin machen. Und da eins dahin machen. Dann läuft das noch langsamer durch. Dann haben die Flugzeuge. Können aber leider weniger zu tun. Och. Ja, das ist alles so, dann ist es Band leerer. Ne? Klar, weil da weniger eingeschossen wird, aber. Lassen wir es mal bei 3, ne, bei 2 hat man es gehabt, ne, bei 3 hat man es gehabt. Ne, was hat man gehabt jetzt hier? 2, ne? Na, dann ist das Band nämlich dazu, kann man das nämlich dann auch regeln. Dass das nicht überläuft, das Band, oder dass die sich hier streiten, oder dass es nicht genug zusammengefügt wird. Was kann man denn damit machen? Dann ist das Band unten nicht mehr so übervoll. Und gut ist es. Gut, dann soll es das gewesen sein für heute. Ich bedanke mich immer wieder gerne für meine über 1000 Abonnenten. Für die Kommentare. Und ja, ab und zu rede ich real. Ein bisschen so wie hier.
aber nur ein bisschen. Also immer. Aber dieses das habe ich mir hier angewöhnt. Na, hier ist alles leer. Der ist zwar noch ein bisschen voll. Was denn? Hab ich da immer noch richtig schöner Raum drin gesehen? Kann das sein? Und freilich hier, die habe ich doch nicht alle rausgeholt. Hoch. War das Licht aus, Junge. Ach ja, ich weiß wieso das hier so rundherum läuft. Das ist natürlich schlecht. Ich müsste die da oben anbinden, ne? Dass die nicht auf eine Runde laufen müssen, siehst du? Na, das machen wir noch schnell. Das kriegen wir noch hin. Wieso ist denn den einen jetzt nicht haben? Achso, das war was anderes. Einen haben wir gerade mal gefunden. Warte mal, jetzt. Nee. Mach mal hier, mach das nochmal weg. Das ist falsch eingefüllt hier. Das muss da hinten eingefüllt werden, dass die gleich wieder hochgehen. Das ist falsch hier. Das muss hier vorne irgendwo mit eingelullt werden. Eingelullt werden muss das hier. Irgendwo hier so einlullen. Nee. Hier muss einlullen. Hier muss nämlich ein Fusionator rein. Moment. Wo ist er? Wo haben wir ihn? Hier muss der Fusionator rein. Und da muss dann hier fusioniert werden. Was ist doch bloß, ich krieg da jetzt ein Förderband dazwischen. Das ist ja natürlich noch voller. Beliebig Überschuss. Und hier machst du egal. Also beliebig. Kannst du ruhig hier oder mit drüber schmeißen. Genauso. So, und wir holen uns jetzt das Förderband und schließen dich dann hier mit irgendwie an. Und wenn es durch dem. Durch die Wand gehen muss, ne? Hey, jetzt kann man leider nicht wegsprengen. So, das heißt, wir müssen jetzt mit dir da hoch irgendwie. Machen wir das so und bauen wir eben jetzt nur hier ein Fundament hin. Also so. Und das Vorderfund von unten hoch und wird hier mit eingelüllt. Und das Eingelüllte geht gleich wieder da hoch. Genau, so machen wir das. Na also, sieht doch so gar nicht so schlimm aus. So, und hier könnten wir ja sagen, wir machen das hier weg, machen das hier weg, machen das hier weg, machen das nochmal weg. Dann nehmen wir einfach zwei auf Fundament. So, und das sieht ja schon gar nicht mehr so schlimm aus. So, das kommt eben von unten hoch und ist da angeschlossen. So, läuft nicht durch kein Fundament durch. Ja. Ja. Hast ja recht. Wir machen noch ein Einser hin. So, ja, jetzt zufrieden. Aha, siehst du. Warum musst du mit mir reden? Kriegst du das hier auch noch hin irgendwie so? So, ja, genau, so passt doch. Rein, Schicki. Sieht so aus, als muss so ist. Genau, ja, da läuft nämlich das, was er von oben wieder mitbringt, gleich hier rein, muss nicht erst eine Runde laufen und wird gleich wieder hier oben reingeschmissen. So, was ist jetzt hier? Wird es langsam leerer? Gar nicht, ob wieso. Ne? Ach so, weil. Ach so, ja, weil er erstmal das Rasen nimmt. Ich habe mich schon gewundert. Ne, nee, alles gut. Das wird schon leerer werden, ne? Das war ich überall den Beton hineingehauen habe, außer sehen. Hast du hier noch welchen? Dann nehme ich den hier mal ab. Mal kurz. Hast du hier noch welchen? Hier noch welchen? Ja, hier ist noch welcher. So, dann nehme ich das nämlich mal hier ab. Nicht mehr nicht so. Und schmeiß das mal hier drüben rein. Das war ja alles meine Schuld. Weil ich es falsch eingelüllt habe. Gut. Ja, da rein, da hoch und hier ist da gleich hineinhauen. Wo ist richtig? Also bist du gerade wieder geflogen oder was?
Wo ist er denn hin? Er ist unterwegs. Genau, er bringt es wieder mit. Deswegen habe ich unten das alles mit dem Beton aufgefüllt, weil, wie gesagt, da nimmt es sowieso nur bisher mit. Der Rest ist gar nicht, nicht eine Benutzung. Schade, dass du es nicht abschalten kannst, wenn du, ne? Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass du die Felder markieren kannst. Welche gesperrt sind, welche nicht. Was das Flugzeug mitnehmen soll, was nicht. Aber ist okay, Mensch. Mach dir nicht so einen Kopf, das geht schon. Ding, ding, ding. So, hat er uns eigentlich schon. Wie viele Sachen hast du uns jetzt schon mitgebracht? Wo haben wir dich jetzt eingeflößt? Hier, ne? Hier haben wir dich eingeflößt. Da müssen wir hier auch mal das Bild ändern. Wo sind die? Nee. Ja, wo sind da? Wo hast du sie mir versteckt? Welche blinkt oder was? Ja, da sind sie doch. Nein. Zack. Und fertig ist der Lack. Zack. So, wie hast du denn schon mitgebracht? Noch? Na, hallo. 36 Stück. Na, da bin ich ja beruhigt. Da bin ich ja beruhigt, dass es schon 36 Stück gemacht hat, wo man 100 braucht. Alles klar. Gut. Da bedanke ich mich fürs Zugucken, wie immer. Ne? Mit über 1000 Abonnenten und tschö, bis zum nächsten.